Hallo Leute und willkommen zurück bei Tag 3 meiner Naturally Rawsome 7 Tage Rohkost Challenge. Wenn ihr die vorherigen Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal auf meinem Kanal vorbei und lasst euch inspirieren. Und in den folgenden Videos zeige ich euch super leckere Mahlzeiten, die euch gesund und fit durch den Tag bringen. Und natürlich auch wertvolle Informationen rund um den rohveganen Lebensstil, damit auch ihr fit und vital in diesen Lebensstil starten könnt. Kommen wir nun zum heutigen Mahlzeitenplan. Den habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Und zum Frühstück machen wir einen super leckeren Superfood-Smoothie. Den habe ich schon vor einiger Zeit mal auf meinem Kanal gepostet und den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und davon brauchen wir die doppelte Portion, um auch wirklich gesättigt zu sein. Und wenn ihr diesem Superfood-Smoothie noch einen extra Boost geben wollt, dann könnt ihr auch noch etwas Grün dazugeben oder Sachen wie Gerstengraspulver, Weizengraspulver oder Spirulina. Und zum Mittagessen haben wir wieder etwas Einfaches und Süßes, Leckeres. Eine super leckere Honigmelone oder eine Piel de Sapo Zuckermelone, wie sie auch noch genannt wird, oder eine Cantaloupe-Melone, was immer ihr gerade finden könnt, was euch anspricht und was euch schmeckt. Und die müsst ihr einfach nur halbieren, auskratzen und schon könnt ihr mit dem Löffel loslegen, eure Mittagsmahlzeit zu genießen. Und je nachdem, wie aktiv, groß und hungrig ihr seid, braucht ihr ungefähr 1 bis 2 von diesen super leckeren Melonen, um dann auch wirklich bis zum Abendessen gesättigt zu sein. Hört da aber auch immer auf euren eigenen Hunger und auf euer Sättigungsgefühl, denn euer Körper weiß am besten, was gut für euch ist. Esst, wenn ihr hungrig seid, bis ihr gesättigt seid und dann könnt ihr nichts falsch machen. Und bevor wir jetzt zum Abendessen kommen, erzähle ich noch ein bisschen was zu dem heutigen Thema. Und das wäre, wo bekommen wir unsere Proteine her? Die Frage, die die Veganer am meisten gestellt bekommen, woher bekommt ihr eure Proteine? Dazu sollten wir vielleicht mal einen Blick auf die stärksten Tiere dieser Welt werfen, Elefanten und Gorillas. Woher bekommen die denn ihre Proteine? Von Pflanzen. Pflanzen enthalten weitaus mehr Proteine als Fleischprodukte und tierische Produkte. Und noch dazu sind sie basisch und enthalten wertvolle Aminosäuren, Mineralstoffe und Chlorophyll, das uns mit Sauerstoff versorgt und uns dazu auch noch hilft, unseren Körper zu reinigen und zu entgiften. Und habt ihr gewusst, dass Pflanzen wesentlich mehr Protein enthalten als Fleischprodukte? Ja, ein Bund Brokkoli enthält zum Beispiel weitaus mehr Protein als ein Steak. Und noch dazu können wir das Protein aus rohköstlichen Lebensmitteln auch noch besser aufnehmen. Es kommt also nicht immer darauf an, wie viel Protein man isst, sondern die Qualität des Proteines. Auf die kommt es an. Und zu den proteinreichsten Lebensmitteln zählen zum Beispiel Hanfsamen, Sprossen und mineralstoffreiche Grüns wie Spinat und Kohl. Deswegen darf eine tägliche grüne Mahlzeit auf keinen Fall fehlen. Esst euer Grün, denn das macht euch stark. Kommen wir nun zum Abendessen. Da habe ich mir für heute etwas super Leckeres ausgedacht, denn heute machen wir ein super leckeres, rohköstliches Chili. Klingt das nicht schon köstlich? Also mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen und ich kann es kaum noch erwarten, mit euch loszulegen. Deswegen folgt mir in die Küche und ich zeige euch, wie man diese leckere Mahlzeit zubereitet. Legen wir los! Für diese scharfe Mahlzeit braucht ihr eine kleingeschnittene helle Zucchini. Und wenn ihr keine helle findet, dann tut es auch eine dunkelgrüne und die dann einfach geschält. Außerdem braucht ihr noch 3 bis 4 große kleingeschnittene Karotten, eine lange
kleingeschnittene Paprika und eine entsteinte Dattel, 5 bis 8 Scheiben sonnengetrocknete Tomaten, einen halben Teelöffel Kreuzkümmelsamen und Cayenne Pepper oder Chilipulver, je nachdem wie scharf ihr es mögt. Und natürlich ein paar Kirschtomaten und frischen Mais vom Kolben. Ja, roher Mais ist auch essbar und schmeckt absolut lecker und noch besser wie gekochter. Fangen wir an mit unserem Hackfleischersatz. Und hierzu gebt eure kleingeschnittenen Karotten in die Küchenmaschine bzw. den Food Processor und mixt das Ganze immer mal pulsierend durch, bis es eine schöne hackfleischartige Konsistenz hat. Et voilà, so sollte euer Hackfleischersatz dann aussehen. Super fein kleingehäckselte Karotten. Die geben wir jetzt erstmal beiseite und machen uns an die Soße. Für die Soße gebt eure sonnengetrockneten Tomaten, Kreuzkümmel, Chilipulver oder Cayenne, Dattel und die Paprika plus die Zucchini in euren Mixer oder Blender. Und ich gebe immer noch ein bisschen Dulce dazu, die entfernt Schwermetalle aus unserem Körper. Und dann mixen wir das Ganze einmal ordentlich durch, bis es eine schön samtig cremige Soße ergibt. Absolut spicy und super leckeres Chili. Und die Soße geben wir jetzt in eine Schale. Dann kommt noch der kleingeschnittene Mais dazu und unser Hackfleischersatz, die gehäckselten Karotten und je nach Belieben noch kleingeschnittene Kirschtomaten. Einmal kurz durchmengen. Et voilà, unser rohveganes Chili ist fertig. Sieht das nicht köstlich aus? Und das könnt ihr jetzt, wenn ihr mögt, in Romana-Salatblätter füllen und es mit Koriander toppen. Oder ihr könnt es auch in Paprikahälften füllen und es mit Mangostücken und Schnittlauch servieren. So, das war's für den dritten Tag. Ich hoffe, euch haben die Mahlzeiten gefallen und die Informationen weitergeholfen. Schreibt mir auch gerne unten eure Fragen und Kommentare. Und wenn ihr dieses Video gut fandet, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und für noch mehr von diesen Rezeptinspirationen und Informationen rund um den rohveganen Lebensstil, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Bleibt dran. Und für tägliche Inspirationen findet ihr mich natürlich auch auf Facebook, Instagram, Pinterest und Snapchat. Alles unter @naturallyrawsome. Die Links dazu sind auch unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen, rohköstlichen Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Denkt dran, keep it light and simple. And as always, naturally rawsome. Bis morgen. Tschüss.